Ja, hallo und herzlich willkommen von der Annenpost hier vor der Eggenberger Auster. Jeden Mittwoch trainieren hier die Flossenschwimmer. Ja, was manche vielleicht als Meerjungfrauensport abtun würden, ist in Wirklichkeit ein richtig anspruchsvoller Sport, der auch olympisch anerkannt ist. Er wurde allerdings noch nicht bei den Olympischen Spielen ausgetragen, da er als Randsportart zählt und leider noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Das wollen wir ändern und ich werde mich jetzt ebenfalls am Flossenschwimmen versuchen. Wünscht mir Glück. Frau Skringer, Sie sind mehrfache ehemalige Staatsmeisterin. Was war Ihr Weg bis dorthin? Mein Weg bis dorthin war sehr, sehr hartes Training. Schwimmtraining. Ohne Schwimmtraining ist auch kein Flossentraining möglich. Es geht um die Ausdauer, die man beim Schwimmtraining bekommt. Und nur dann, wenn man wirklich einen guten Stil hat, kann man das auch im Flossenschwimmen umsetzen. Wenn Sie erzählen, Sie sind Flossenschwimmerin, was sind da die Reaktionen? Wird sich da auch manchmal darüber lustig gemacht, wenn man das so erzählt? Lustig gemacht nicht. Ich glaube, die Leute können einfach nichts damit anfangen. Wenn man sagt, man ist Flossen geschwommen, dann denken alle an zwei Flossen, herkömmlich, die man beim Schnorcheln verwendet. Aber die Monoflosse in dem Sinn ist sehr wenigen bekannt. Ja, was ist denn das Aufregende am Finswimming? Was hat Sie dazu bewegt? Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, wenn man gute Körperspannung hat, kann man unendlich schnell werden. Also man glaubt gar nicht, wie man das toll umsetzen kann. Finswimming ist ja olympisch anerkannt. Was muss sich ändern, dass es eben nicht nur olympisch anerkannt ist, sondern auch wirklich dann ausgetragen wird? Das frage ich mich auch schon sehr, sehr lange. kann ich Ihnen leider nicht sagen. Man ist ständig dran. Es ist eben eine Randsportart, weil wenn zum Beispiel bei uns irgendeine Veranstaltung stattfindet und wir die Presse informieren, dass eben die Staatsmeisterschaften sind, wenn ein Fußballspiel übertragen wird, wird das bevorzugt. Also hapert es wirklich nur an der mangelnden Zuschauerinteresse? Genau. Ich glaube nicht am Zuschauerinteresse, ich glaube einfach, es mangelt daran, dass es zu wenig verbreitet wird. Ich glaube, dass einfach das Interesse an anderen Sportarten größer ist, die durch die Medien publiziert wird. Also, dass wir irgendwie so ein bisschen ein Stiefkind sind. Sie trainieren hier in der Auster, ist im Annenviertel in Eggenberg. Was ist das Besondere an der Auster und warum hier? Also ich kann nur sagen, das 50-Meter-Becken ist ein Traum. Im alten Eggenberger Bad war es ja nur ein 25-Meter-Becken und es war schon sehr mühsam. Weil Sie werden dann merken, wenn Sie probieren, mit der Monoflosse zu schwimmen, bei einem 25-Meter-Becken, da hat man so eine Geschwindigkeit, dass man permanent nur wendet. Weil man so schnell am anderen Ende ist und es ist hier dann ganz anders, weil man dann wirklich eine Fläche hat zu schwimmen. Ja, jetzt ein Dennis Skringer bei mir vom Mikrofon, ebenfalls ehemaliger Staatsmeister. Wann haben Sie begonnen mit dem Flossenschwimmen? Was hat Sie dazu bewegt? Mit dem Flossenschwimmen habe ich angefangen mit 16 Jahren. Bewegt hat mich dazu eigentlich nur, ich bin umgestiegen vom Leistungsschwimmen. Und der einzige Beweggrund war, weil ich einfach durch meine Körpergröße jetzt klein war für den Leistungssport, für den Leistungsschwimmsport. Und das war einfach der einzige Grund. Und ich habe die Zeit nicht mehr gehabt für jeden Tag Training gehen. Darum bin ich dann einfach umgestiegen und das hat sich aber wirklich rentiert. Hat Ihre Mutter da auch einen Ausschlag gegeben, die ja ebenfalls ehemalige Staatsmeisterin ist? Naja, meine Mutter hat mir das nahegelegt, hat gesagt, es wäre schade, wenn du komplett aufhörst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es, mit der Flosse zu schwimmen. Und das hat relativ gut hingehört. Meine Trainerin war meine Tante, auch Europameisterin. Und das hat gut funktioniert, ja. Was ist denn das Aufregende am Finswimming? Das Aufregende ist, dass man vor allem bei der Monoflosse, dass man eins mit der Flossen wird, dass das eine ganze Bewegung wird und dass man da irrsinnige Rasanz zusammenbringt. Das glaubt man fast zuerst gar nicht, dass man so schnell sein kann im Wasser und man ist auch viel wendiger mit der Flosse.